Heute gibt es wieder ein Zuschauerfoto, diesmal von Erwin Garant. Vielen Dank für die Zusendung. Möchten auch Sie einmal hier unser Zuschauerfoto präsentieren? Machen Sie doch mit bei der Aktion. Schicken Sie uns Ihr Bild an redaktion@elbemedien.de. Weitere Informationen zu dieser Aktion sehen Sie dann bei uns im Internet unter www.elbekanal.de. Sehr geehrte Zuschauer, das Deutsche Rote Kreuz ist bereits seit vielen Jahren Dienstleister im Rettungsdienstbereich. Nun gab es eine neue Ausschreibung, wo das Deutsche Rote Kreuz leider nicht den Zuschlag erhalten hat. Wir wollten einmal vom Kreisgeschäftsführer Guido Jorzig wissen, was genau diese Entscheidung für das Deutsche Rote Kreuz hier in Schönebeck bedeutet. Seit der Wende erbringt das Deutsche Rote Kreuz Schönebeck Leistungen im Rettungsdienst im Bereich Schönebeck. Allerdings wird es ab dem 1. Januar 2016 zu Änderungen kommen. Ende Juli entschied sich der Kreistag gegen Schönebeck als Standort und so wird zu Beginn des neuen Jahres die Johanniter Unfallhilfe ausrücken. Der Geschäftsführer des Kreisverbandes, Guido Jurczyk, stand uns in einem Gespräch Rede und Antwort. Warum hat sich das DRK Schönebeck an der Ausschreibung beteiligt? Das DRK in Schönebeck fährt seit der Wende Rettungsdienst. Im Landkreis Schönebeck zunächst und seit der Fusion im Salzlandkreis und das bis heute. Und das wollen wir natürlich auch weitermachen, dieses Angebot Rettungsdienst auch weiterhin der Bevölkerung anbieten. Deswegen haben wir uns beworben, jetzt auch in dem Ausschreibungsverfahren. Das DRK Schönebeck ist von seinen Leistungen überzeugt und kann die getroffene Entscheidung nicht nachvollziehen. Also das war natürlich ein Schlag ins Kontor, ist gar keine Frage. Ich meine, wir sind alle erwachsen und wir wissen, dass man in der Ausschreibung auch unterliegen kann. Es ist ganz klar, es ist, wenn Sie so wollen, ein Wettbewerb. Darum geht es ja auch. Es soll das wirtschaftlichste Angebot am Ende obsiegen. Die Menschen oder unsere Mitarbeiter fahren, wie gesagt, fahren wir seit der Wende. Wir haben Kollegen dabei, die sind 20 Jahre bei uns. Die sind alle hier eingerichtet. Diese Ungewissheit natürlich, die schon über die Jahre war, weil immer eine Ausschreibung bevorstand, die dann doch nicht kam, wieder verschoben wurde. Also mit der Ungewissheit leben wir natürlich schon eine ganze Weile. Und das ist natürlich auch eine schwierige Situation, nicht nur für den Verein, sondern auch für die Mitarbeiter und ihre Familien. Und jetzt ist natürlich die Situation nicht einfacher geworden. Ja, aber Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn Sie 20 Jahre eine Leistung erbringen, die Leute 20 Jahre gute Arbeit leisten, wenn es auch um eine Leistung geht, die sowas wie das Rote Kreuz hier vor Ort so prägt, dann ist es natürlich auch schwer, einfach zu sagen, okay, wir akzeptieren das und wollen das nicht mal überprüft haben und kommen dann in ein paar Jahren bei der nächsten Ausschreibung wieder. Namentlich, wenn es wie hier ist, dass einfach große Zweifel bestehen, ob das alles so ordnungsgemäß gelaufen ist, wie es eben sein muss. Ja. Besonders betroffen sind vor allem die Mitarbeiter, die jahrelang gute Arbeit geleistet haben und bei Einsätzen aller Art ausgerückt sind. Von 2016 die Ausschreibung bis 2023. Ja. Und das wäre eben auch die Frage, was das eben für den Kreisverband bedeutet, weil namentlich durch den Rettungsdienst, die Strukturen des Rettungsdienstes, das Know-how des Rettungsdienstes der Kollegen über die vielen, vielen Jahre konnte natürlich auch ein wirklich schlagkräftiger Katastrophenschutz aufgebaut werden. Das können wir jetzt noch nicht abschätzen, was das natürlich bedeutet am Ende, wenn uns da Mitarbeiter, Kameraden dann abhanden kommen. Ja. Aber natürlich muss jeder auch sehen, für sich entscheiden. Wir gehen davon aus, dass es, oder wir wollen weiterfahren auf jeden Fall. Darum auch jetzt das Klageverfahren, die Überprüfung und dann muss man sehen. Aber man kann jetzt nicht jeden Schritt vorhersehen. Es geht jetzt immer um eine bzw. um die nächste Entscheidung. Die endgültige gerichtliche Entscheidung kann aber noch einige Wochen andauern, sodass die Zukunft des Rettungsdienstes weiterhin ungewiss bleibt. Über den aktuellen Verlauf der Verhandlungen halten wir Sie auf dem Laufenden.